Hallo meine Lieben, heute ich wollte mit euch teilen meine Erfahrung zu zwei unschlagbar guten Produkten, die helfen bei vielen Problemen wie mit Knochenschmerzen, Knieschmerzen und noch ein Produkt, der hilft zum Beispiel beim Osteoporose, Arthrose, Knieschmerzen auch, ja, aber gleichzeitig könnte helfen auch beim Hautproblemen wie zum Beispiel Ekzemen, Dermatitis, Psoriasis, Hautpilz, also ich wollte heute mit euch reden über diese zwei Produkte. Die sind sehr wirksam, die sind so effektiv, deswegen extra dafür Video. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr abonniert meinen Kanal. Wenn ihr wolltet keine neuen Videos von mir verpassen, aktiviert den Glocke, damit ihr bekommt eine Benachrichtigung, dass neue Video rausgekommen. Und natürlich, ich würde mich freuen für eure Daumen nach oben. Das ist für mich starke Unterstützung. Das hilft auch, dass mein Kanal weiter sich entwickelt. Das sind Produkte, die haben ganze Familie so begeistert. Selber mein Vater hat diese Produkte nach Ukraine mitgenommen, als er hier bei mir zu Besuch war. Ja, deswegen muss ich nachkaufen. Das habe ich für mich persönlich auch nachbestellt. Die beiden Produkte sind von Marke Bengospa. Das ist eine polnische Marke. Die Produkte habe ich zugeschickt bekommen. Okay. Ich fange mit diesem Produkt erstmal an. Dieser Federbalsam ist ganz günstig. 9,90 Euro, ich denke, und hier ist 250 ml. Zum Online-Shop auf deutsche Sprache. Ich würde unter meinem Video im Infobox für euch lassen. Da ihr könnt dann detailliert Informationen anschauen, Anwendung anschauen und natürlich Preise nochmal anschauen. Bengospa Alpine Herbst Federbalsam Forte. Das ist wärmender Federbalsam. Ich war von Anfang skeptisch, aber im Dezember war mein Vater bei mir zu Besuch. Und mein Vater hat Probleme mit Rücken, schon seit er 40 war, mit Bandscheibenprobleme, da könnte man nicht mehr operieren, also ganz schlimm. Und durch das Nerven an Rücken, einige werden schon geklemmt und sein Rücken ist steif geworden, aber durch diese Nerven, dass die können nicht richtig funktionieren, hat Probleme mit Füßen, er hat unglaubliche Schmerzen. Und er verwendet Voltaren, ab und zu hilft, besonders wenn es leicht anfängt, Schmerzen, aber wenn es richtig schmerzt, dann natürlich musstet eine Beruhigungsmittel spritzen. Diese Analgetiken, die sind auch nicht gut, nicht für Magen, nicht für Herz, aber leider beim seinen Problem, man konnte ihm nicht mehr helfen, er kämpft wie er könnte. Im Nachtschlafen für ihn ist manchmal ganz schwer, schläft schlecht, mit Schmerzen. Ich habe gesagt, stopp, Papa, ich habe etwas. Du wirst Erste, du wirst meine Versuchskaninchen. Kannst du bitte das probieren, weil wenn das bei dir hilft, dann wenigstens weiß ich, was ich meinen Zuschauern erzählen könnte. Und Papa hat diese Creme natürlich geschmiert. Ich zeige euch, wie sieht das erstmal aus. Das ist auch wie Gelee-Foam. Riecht unglaublich schön nach Kräuter. Das sind tibetische Kräuter. Und dieser Balsam, pflanzliche Extrakte aus dem Tibet. Riecht etwas Richtung Menthol, aber das ist nicht so, nicht ganz Mentholduft. Mir persönlich gefällt, riecht sehr schön. Es ist ganz natürlich hier, dieser Kräuterduft. Sehr intensiver Balsam. Mein Vater hat ein bisschen aufgetragen und ich habe ihm auch geholfen. Wir haben seine Beine, seine Fuß sehr gut geschmiert und dann einmassieren. Es hat geholfen. Es hat tatsächlich funktioniert. Er war selber sehr erstaunt. Er sagt, dass es hielt ungefähr bei ihm für 3 Stunden. In die Nacht, er war wieder wach, er sagt von Schmerzen und dann hat er wieder eingeschmiert. Und dann hat er wieder eingeschlafen, dann hat sich Nerv wieder beruhigt und dann ist er wieder eingeschlafen. Balsam hat diesen wärmenden Effekt. Nachdem ich habe das ausprobiert, weil ich habe schon euch auch so oft erzählt, dass ich Probleme mit meinem Arm gehabt habe, ganze Arm. Ich habe etwas schwer getragen und bei mir war so, alles tut weh, alles. Ich konnte nicht Tasse so nehmen, wie, ja, wie jetzt so Tasse. Ich musste so immer halten, Tasse, weil ich habe keine Kraft gehabt. Und ich habe das wirklich alles geschmiert. Erstmal war keine Reaktion, aber später, ungefähr nach 20 Minuten, plötzlich, ich merke, warm. Ja, ich habe das vor dem Schlafen gemacht. Dann ich merke, es brennt alles. Es war gefühlt, dass da unter meiner Haut Feuer, richtige Feuer. Aber nach ein paar Stunden, ich habe tatsächlich gemerkt, dass mein Arm, ich konnte bewegen, es war so gut. Also diese Schmerzen waren weg.
Am nächsten Tag, am Morgen, habe ich mich geduscht und plötzlich, ich merke das gleiche Effekt, wie ich habe am Abend gehabt. Diese Hitze, dieser Heiß, diese richtige starke Wärme. Es ist Zeichen, dass dieser Balsam kommt tatsächlich tiefer und er wirkt im Kontakt nachher mit Wärme, mit Wasser. Ich weiß nicht, was da passiert. Also prolongierter Effekt. Das ist wie Effekt 24 Stunden. Also ich war tatsächlich sehr begeistert. Mein Mann hat vor kurzem Schulterprobleme. Er konnte nicht richtig bewegen. Wahrscheinlich im Auto, er hat auf seinem Sitzplatz Wärme angeschaltet und dann rausgegangen und zack, versteht ihr? Habe ein paar Mal das geschmiert. Also ein paar Tagen ist alles weg. Ganze Schmerzen weg. Also bei mir, ich muss leider das lange schmieren, weil meine Probleme war ein bisschen schon älter. Ich habe tatsächlich um meinen Arm lange nicht gekümmert. Ich habe gedacht, ach, kommt von allein. Wenn Füße zum Beispiel im Nacht frieren, könnten wir diese Balsam verwenden. Aber nicht vergessen, nach dem Balsam sofort Hände waschen. Wenn man aus Versehen wird in die Augen kommen oder wie ich doof, ich habe nur mit Wasser abgewaschen, ganz leicht, und dann ich habe meine Pflege aufgetragen. Oh mein Gott, es hat alles gebrannt. Ich habe gedacht, mein Gott, jetzt mein Gesicht explodiert. Es war so heiß. Sehr gut, wenn man hat zum Beispiel Knieprobleme, ja, und Gefühl, dass unter Knie, dass da auch Feuer wurde. Aber dann ist Schmerzen weg. Es ist ein Wunder. Ich würde euch empfehlen, probiert ihr, wenn ihr habt Probleme. Also ich habe das nie von Voltaren gehabt, dieses Resultat. Ich habe schon anderes Balsam, Pferdebalsam aus der Apotheke probiert. Ich habe noch nie gehabt. Und übrigens, als ich habe meinen Hexenschuss gehabt, ich war beim Orthopäde, beim Physiotherapeut. Und ich habe ihm erzählt, ja, Gefühle und so. Er sagt mir, dass er weiß, dass polnische Produkte, einige, wenn das Gute natürlich, ja, die sind sehr oft mehr konzentriert, mehr effektiv, durch das sie sind mehr konzentriert. Also, das ist Must-Have, das ist SOS zu Hause, das gehört zu unserer Apotheke, ganze Familie benutzt und mein Sohn nach dem Sport, wenn er Muskelkater hat. Ich weiß nicht, das Beste habe ich noch nicht gesehen und besonders für dieses Preis. Zweites Produkt ist wirklich sehr einzigartig. Ihr seht diese, ja, das ist Flüssigkeit drin. Muss man aufpassen, man sollte nicht das liegen oder so, weil das könnte außen fließen. Deswegen, wenn ihr bekommt seine Bestellungen, dieses Produkt wurde zweimal sehr gut eingepackt, extra in Folie. Okay, zweites Produkt, das ist auch von Bingospa, Natural Did Say Much for Body Care. Steht auf Englisch, Polnisch und Deutsch. Ich habe euch auch schon im ersten Video erzählt, dass Bingospa arbeitet auch mit einigen Sportvereinen. Also das ist eine solide Produkte, die man könnte vertrauen. Natürlicher Schlamm aus dem Todesmeer für Körperpflege. Dieses Produkt, ich habe nur einmal probiert, weil ich habe sehr viele Produkte und ich teste die, wisst ihr, langsam. Und zwar, weil das ist einer dieser Schlamm. Man braucht natürlich das auf dem ganzen Körper auftragen, ein bisschen abwarten und dann das alles abwaschen. Versteht ihr? Das braucht ein bisschen mehr Zeit. Habe ich nicht immer. Aber nach dem ersten Mal ausprobieren, obwohl wiederhole ich mich, ich war so skeptisch, ich war schon begeistert. Das ist 100% Schleim von Todesmeer. Ich weiß nicht, wie ich könnte euch zeigen. So sieht ihr. Tropft. Jetzt schon tropft. Das sieht so aus. So, genau. Ja, auf jeden Fall, ich würde euch empfehlen, eine Spatel haben, damit man da nicht mit Finger reingeht, weil das ist 100% Naturprodukt. Keine Konservierungsstoffe, keine Duftstoffe. Es riecht genau das, wenn ihr geht zum Todesmeer, nimmt diese Schlamm oder so, riecht genau das. Hier gibt es auch große Stücke Salz. Oben war ein bisschen heller und dann unten schwarz. Besser mit dem Spatel rausnehmen und auftragen. Was ist ganz wichtig? Dieser Schleim, man könnte benutzen als auch Maske für das Gesicht, als eine Peeling für das Gesicht. Wenn man unreine Haut hat, ölige Haut mit Akne,
habe ich noch nicht probiert. Man könnte aber diese Maske verwenden punktuell. Ihr schon wisst, das Todesmeer ist bekannt durch seine Wunderwirkung auf unsere Körper, auf unsere Haut. Sehr viele Leute fahren auch zum Todesmeer, die haben Probleme mit Knochen, Arthrose, Osteoporose. Ich wollte euch ganz kurz über diesen Produkt beim Bengospa Online Shop vorlesen. Erstmal, ich habe lange nach Inhaltsstoffen gesucht und ja, ich habe gefunden. Nur eine steht. Maris Limus. Wahrscheinlich Art von diesem Schlamm aus dem Todesmeer. Ohne Duft und Konservierungsstoffe. Ihr bestimmt alle wissen, es wurde für euch nicht Neues, dass Todesmeer ist sehr effektiv beim Hautprobleme, hilft Muskelverspannungen zu beseitigen, lindert effektiv Rheuma und Arthritis Schmerzen. Also auf die Knie kann man auftragen, wird häufig verwendet, um die Behandlung von Psoriasen, atopischer Dermatitis, Ekzemen, Pilzinfektionen und rheumischen Problemen zu unterstützen. Bekämpft Fettgewebe, Dehnungsstreifen und Zellulit. Ihr wisst ja, mit Alter ab und zu kommt da komische Fleck, da sieht irgendwie rötlich aus, da ist komische Pickel, da sind Poren verstopfen. Versteht ihr, ja? Wisst ihr, was ich meine? Wie schön nach diesem Schlamm meine Haut war. Also ich habe das als Maske benutzt, ich habe diese ganze Schleim auf meine von Hals und bis ganz Fuße bis zum Ende aufgetragen in die Dusche, gestanden da, bis das ein bisschen wird, wenigstens ausgetrocknet. Also dieser Schlamm muss erstmal ausgetrocknet werden und dann das alles abwaschen. Am besten ist natürlich im Sommer, wenn man auf die Terrasse geht oder am Strand ist, ja, und dann sowas auftragen und dann auf dem frischen Luft sich austrocknen lassen. Und ihr werdet sehen, wie strahlt eure Haut, wie gesund die sieht aus. Und zwar ist das Gefühl, dass Haut wird ein bisschen jünger aussehen. Haut sieht so frisch aus und irgendwie jung. Effekt war so, so toll. Und wie gesagt, wirkt sehr gut antibakteriell. Insgesamt jedes Salz ist beste antibakterielle Mittel. Ja? Zwar auf jeden Fall nach dieser Maske. Ich empfehle euch, egal wo ihr werdet benutzen, Creme auftragen. Übrigens, Creme nach dieser Maske, weil das wirkt wie Maske-Peeling, zieht besonders gut ein und Haut dadurch fühlt sich wirklich jünger. Dieser Schlamm könnte Haut ein bisschen so trocknen machen, weil, was ich habe gesagt, was hier wurde uns versprochen, dass es ist sehr gut beim ölige Haut. Dann Schlamm wird diese überflüssige Öl absorbieren. Nichtsdestotrotz, dann drüber habe ich Creme von CeraVe aufgetragen. Mir das ich einfach nur empfehle euch diese Kombination. Auf jeden Fall. Und wisst ihr warum? CeraVe enthält Ceramiden und Hyaluronsäure. Nach dieser Maske Poren werden sehr gut öffnen. Die atmen nachher, die sind sauber, die sind geöffnet. Dann, wenn man trägt nachher diese CeraVe ohne Duftstoffe, schlechte Inhaltsstoffe, ohne Alkohol, ja, Hyaluron zieht sofort in Haut rein und Ceramiden werden dann das alles, zack, werden dann alles schließen. Sie werden diese Schutzmantel aufbauen. Dadurch Haut wird durch dieses Produkt wird atmen, nicht so viel Öl mehr produzieren, Poren werden verfeinern, Haut sieht jünger aus, frischer aus. Also deswegen diese Kombination, ich würde euch am Herz legen. Wenn ihr wolltet das benutzen gegen Zelluliten, könntet ihr auch mit einer Folie nach dem Auftragen mit einem Folie noch umwickeln. Sollte super funktioniert. Ich habe das nicht ausprobiert, aus dem Grund, ich bin faul. Das ist der einzige Grund. Zellulite habe ich, glaub mir, sehr viel, obwohl ich bin sehr dünn. Zellulite, das ist Ernährungsproblem und Sportmangel. Oder kein Sport. Kein Sport. Gut, nochmal vielen lieben Dank, Marke Bengospa, für Vertrauen und dass ich durfte diese Produkte testen. Wenn ihr Fragen habt, auf jeden Fall schreibt mir bitte ganz gerne unter mein Video im Kommentar. Vielen lieben Dank auch für eure Vertrauen, dass ihr dabei war und wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie. Ciao.